Sie stehen ja mit Ihrem Namen sozusagen für eine große Marke und für viele Menschen für hip. Namen haben viel mit Identität zu tun. Was verbinden Sie persönlich mit Ihrem Namen, mit dem Namen hip? Ich verbinde mit unserem Familiennamen Verantwortung, eben als Mitglied einer Generation, aber es sind viele Generationen, die vorher schon waren und werden sicher nach mir auch noch viele Generationen sein. Hoffentlich. Und wir wollen alles tun, um den Namen eben nicht zu beschädigen. Ihre Kinder heißen alle nach Heiligen, habe ich gelesen. Was wollten Sie ihnen damit mitgeben? Was ist das für ein Fundament gewesen? Jeder hat einen Namenspatron. Und das ist auch gut so, eine persönliche Beziehung zum Namenspatron zu haben. Die Heiligen der Kirche sind ja Persönlichkeiten, die irgendwie vorbildlich gelebt haben. Mhm. Und die Vorbildfunktion des Namenspatrons, die soll auch weiter positiv wirken. Jetzt haben Sie ja selber schon gesagt, Vorbildfunktion ist ein wichtiges Ding, auch in Bezug auf die eigene Identitätsfindung. War Ihr Name hip für Sie je eine Belastung oder eigentlich immer eine Herausforderung? Es war immer eine Verpflichtung, die ich aber gerne auf mich genommen habe. Aber der Name war schon auch mal Belastung, und zwar in meinem Nebenberuf als Maler. Da war es halt schon so, dass manchmal geheißen hat, warum muss der denn malen? Es gibt viele, die das auch tun, und soll er auch seinen anderen Beruf machen und uns nicht das Brot wegnehmen. Mhm. Aber ich habe dann immer wieder auch erklärt, dass ich, wenn ich Bilder verkaufe, das Geld wieder investiere in junge Künstler. Mhm. So bleibt es erhalten. Bleibt es doch den Künstlern erhalten, genau. Was macht in Ihren Augen die Identität einer Marke oder die Identität von hip aus? Uns ist wichtig, dass unsere Verbraucher Vertrauen in unsere Produkte haben. Und Vertrauen heißt, entsprechend immer zu reagieren. Es kann bei uns auch mal ein Fehler passieren, aber der Verbraucher kann vertrauen, dass wir dann entsprechend reagieren und möglichen Schaden abwenden. Nun lag ja die Identität der Marke hip viele Jahre in Ihrer und Ihrer Familie, Ihrer Mitarbeiterhand. Die konnten Sie aktiv mitgestalten. Kann man eine menschliche Identität gestalten oder ist es eigentlich in erster Linie eine Veranlagung? Sie können an Ihrer Identität arbeiten und Sie können alles tun, dass niemand enttäuscht wird. Und enttäuscht kann nur jemand werden, der vorher mal getäuscht wurde.